Hallo aus Köln. Einen Wortbeitrag zum Werk von Rainer Groß nicht länger als 2,5 bis 3 Minuten zu erstellen, ist gar nicht so einfach. Schließlich ist seine Malerei komplex und hat sich über Jahrzehnte interessant entwickelt, wie auch sein Lebensweg reich und spannend ist. Ich will mit einer Quintessenz beginnen. Rainer Groß hat immer den Mut bewiesen, ins kalte Wasser zu springen. Sei es, dass er Anfang der 1970er Jahre als sehr junger Mann seine Heimatstadt Köln verlassen hat, um sich in der Welthauptstadt der Kunst in New York weiter auszubilden. Später hat er die Mitarbeit bei seinen prominenten Lehrern und inzwischen auch Freunden Howard Kenowitz und Larry Rivers beendet, um einen eigenen Atelierbetrieb aufzunehmen, mit einer eigenen Werkentwicklung zu bestehen. Wenn man sich so völlig auf neue Einflüsse und eine neue Welt einlässt, erfordert es sicher auch Mut, die Bindung zum Althergebrachten, zu Europa, zu Deutschland und zu Köln nicht zu negieren, sondern zu pflegen. Das ist Rainer Groß gelungen. Auch malerisch ist er nie stehen geblieben. Immer wieder hat er sich zu Erweiterungen und neuen Aufbrüchen angetrieben. Schließlich mündete seine Entwicklung in die Erfindung einer eigenen Technik, die Rainer Groß als Contact Painting bezeichnet und die ihm Raum für zahlreiche Variationen lässt. Als Beispiel sehen Sie hier das zweiteilige Bild Pekelis Twins von 1997 mit dem Gesamtmaß 51 x 84 cm aus dem Angebot der Galerie Floss und Schulz. Die beiden Hälften sind sich bezüglich der Anlage der einzelnen Farbsetzungen und ihrer Tonalität ähnlich. Sie sind nicht identisch. Sie sind in einem Abdruckverfahren mit Hilfe von Öl, pulverigen Farbpigmenten und Farbsubstanz entstanden. Obwohl sie voneinander abstammen, sind sie zugleich auch zweieiige Zwillinge. Was einer Seite fehlt, bietet die andere und umgekehrt. Neben der Frage der Abhängigkeiten und dem Suchspiel der Ähnlichkeiten liegt in dieser reinen Farbmalerei ein subtiler Effekt von Überlagerung, Vorder- und Hintergrund vor, sowie die Farbbrillanz des reinen Pigments. Die Fragilität, aber auch die Gewalt von Farbmanifestation und Destruktion zeigt sich eindrucksvoll in Rainer Groß' Arbeiten. Auf der Homepage flossundschulz.de findet sich der Link zur Internetkunstplattform Artsy. Dort ist das Angebot an Werken von Rainer Groß gelistet. Machen Sie mir die Freude und riskieren Sie einen Klick.